Auf der Autobahn A6 kam es heute Mittag bei Rot zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Lkw. Ein 47-Jähriger kam dabei ums Leben. Die Unfallursache ist noch unklar. Auf der Gegenfahrbahn kam es zu kilometerlangen Behinderungen durch Schaulustige, die mit ihren Handys filmten. Dein Handy entweder aus der Hand, dann komm rüber und hol dich raus. Haben wir uns verstanden? Schau, dass dein Handy wegtut. Verkehrspolizist Stefan Pfeiffer platzt der Kragen. Es ist eine Ausnahmesituation heute Nachmittag auf der Autobahn A6, Fahrtrichtung Nürnberg. Ein Lastwagen war ungebremst mit etwa 80 km/h in einen anderen gekracht. Ein 47-jähriger ungarischer Fahrer stirbt noch vor Ort. 20 Kilometer lang ist der Stau auf der A6. Schuld daran sind auch viele Gaffer, die mit ihrem Handy filmen, noch bevor der Leichenwagen da ist. Jetzt haben wir die Situation hier, dass letztendlich die Leute Kamera in beiden Händen haltend, gleichzeitig fahrend an uns vorbeifahren, um hier die Unfallstelle zu filmen. Soweit uns das personell möglich ist, haben wir jetzt etwa 10 Anhaltungen gemacht. Davon sind 8 Leute, die keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und somit gleich hier vor Ort zahlen müssen. 128 € so die Strafe, ein Punkt in Flensburg inklusive. Nicht abschreckend genug anscheinend, am Unfallort wird fleißig gefilmt. Stefan Pfeiffer greift zu drastischeren Mitteln, spricht filmende Schaulustige persönlich an, ob sie sich die Leiche am Unfallort anschauen wollen. Schocktherapie auf der A6. He comes from Hungary. You don't want to see him? Why do you make pictures? Es ist für uns schon auch durchaus eine Möglichkeit, die Leute mal mit ihrem Verhalten zu konfrontieren. Einfach plus 128,50 Euro zu verlangen und sie wieder weiterzuschicken, bin ich mir ziemlich sicher, ist der Lerneffekt relativ gering. Sie müssen auch, glaube ich, mal merken, was sie eigentlich tun. Und wir stellen fest, dass dieses direkte Konfrontieren mit der Situation die Leute dann schon schockiert und ihnen auch klar macht, wie gesagt, das ist hier kein Spiel, sondern das ist bittere Realität. Nach mehreren Stunden ist der Unfallort geräumt. Der Verkehr rollt wieder an. Stefan Pfeiffers emotionaler Einsatz wirkt nach. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird das Verhalten des Verkehrspolizisten vielfach gelobt. Denn mancher Verkehrsteilnehmer braucht anscheinend drastische Worte, um endlich zur Vernunft zu kommen.